In einer anderen Aya, Allah tabaraka wa ta'ala berichtet uns und sagt, min ajli thalika katabna ala bani Israel. Er berichtet uns darüber, dass Allah azza wa jal bereits den Kindern Israels, bereits vor tausenden von Jahren, offenbart hat. Annahu man qatala nafsa bi ghayri nafsi aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. La ilaha illallah. Allah azza wa jal sagt, wahrlich, derjenige, der es wagt, einen Menschen Seele auszulöschen, dieser wird diese Strafe erhalten bei Allah und ihm wird zur Last gelegt, wenn er morgen vor Allah steht, als hätte er die gesamte Menschheit getötet. La ilaha illallah. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا. Wer jedoch dazu wird, zur Ursache dazu wird, dass er ein Menschenleben rettet, so soll dessen Lohn bei Allah den Erhabenen Azza wa Jalla sein, als hätte er die ganze Menschheit gerettet. La ilaha illallah. Aus diesem Grund sagte ich vor einigen Wochen, der Islam erzieht uns nicht zu mördern. Der Islam erzieht uns nicht zu mördern. Der Islam erzieht uns zu Helden. Der Islam erzieht dich, ein Held zu werden. Die Menschen zu retten, nicht die Menschen zu töten. Die Menschen zu retten, nicht die Menschen zu töten. Und wir haben den Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma erwähnt, worin der Prophet a.s.w. uns aufs Schärfste warnt, wenn wir unsere Augen schließen vor der Ungerechtigkeit. Der Prophet a.s.w. sagte, um uns nur das nochmal in die Erinnerung zu rufen, لا يقفن أحدكم موقفا يقتل أو يضرب فيه رجل ظلما فإن لعنة تنزل على من حضر حين لم يدفع عنه. لا إله إلا الله. Kein einziger von euch, sagt der Prophet عليه الصلاة والسلام, soll tatenlos zusehen, wie jemand getötet oder geschlagen wird zu Unrecht, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Denn tut er dies, verschließt er seine Augen und steht da tatenlos, so fällt der Fluch Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn. La ilaha illallah. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهِ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Und wen der Fluch Allahs einmal trifft, für den gibt es keinen Freund und Helfer mehr. Seht ihr? Seht ihr, was der Islam ist, meine geehrten Brüder? Seht ihr, zu was der Islam uns erzieht? Das ist über das allgemeine Töten, ob Muslim oder nicht Muslim. Das sind diese Ayat, sprechen über die Allgemeinheit.